Herzlich willkommen, hier ist euer Bierleidenschaft und heute habe ich für euch ein Bierkalender von Kalea und zwar ein belgischer Bierkalender. Ja, das erste Mal dieses Jahr und ja, das sieht so aus. Ein Moment, ich muss mal anders drehen. Und ja, so sieht es aus heute. Freue mich drauf, das zu trinken. Und ja, Kapsel ist bedruckt. Und ist natürlich ein Bier, wo natürlich von Belgien herkommt. Und deswegen weiß ich jetzt nicht wegen Rezept. Wegen was drin ist, aber dann machen wir mal auf. So, Kapsel ist bedruckt und dann schenken wir mal ein zum Wohl. So. Ja, da haben wir unser Bier. Ja, wie viel Finger breit? Nummer zwei. Zwei Finger breit. Und ja, das sieht aus wie ein rotes Bier. Und ja, bin sehr gespannt, wie es schmeckt. Guck mal, wie der Bierschaum ist. Der ist sehr, sehr fein. Also, ja, so kann ich mir es vorstellen, das Bier auch zu probieren. Ja, haftet denn der Schaum am Glas? Ja, es haftet. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und ja, es geht darum, dass wir, dass das ein Starkbier ist. Es hat 8% an Alkohol. Und dann probieren wir es einfach mal. Dann zum Wohl, meine liebe Bierfreunde, und zum Wohle. Wollt ihr mich die verarsche? Die wollen mich verarsche? Das ist schon wieder so ein Himbeerbier. Aber diesmal ein anderer Hersteller. Warum schmeckt es wieder nach Himbeer? Ja. Sicher. Soll ich mal kommen? Hast du schon probiert? Mhm. Ja, schmeckt wieder nach Himbeer. Ja, genau. Es handelt sich um Himbeer. Es schmeckt eher so Sirup. Ja, man schmeckt sehr, sehr himbeerlastig raus. Also man schmeckt auf jeden Fall, dass es Himbeer ist. Weich, mild, saftig, bisschen bitter, aber sonst, ja, finde ich es okay. Ja, Platz, ja, 1 oder 2. 1 oder 2 halt eben. Schmeckt eigentlich, müsste ich jetzt mit dem anderen Bier nochmal einen Vergleichstest machen. Auf jeden Fall würde ich entweder das auf Platz 2 oder das auf 1. Ja, man schmeckt auf jeden Fall raus, dass es auf jeden Fall Himbeer ist.
Und das war's auch für heute mit dem Biertest. Und ja, bis bald und tschüss. Euer Bierleidenschaft. Ade.